Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ich kann euch direkt sagen, nächster Livestream ist am Dienstag. Seid gerne mit dabei, 16:30 Uhr. Ja, ich habe jetzt auch das Kälte-Event, da können wir auch ein bisschen was öffnen. Wir können auch so reingehen in das World Cup-Event. Wie auch immer, können wir richtig viel noch öffnen, richtig viel mitnehmen. Ich will auch wieder ordentlich FIFA-Points und Zeug mit am Start haben. Ihr seht ja schon ein paar Gems mit dabei. Und das wird natürlich noch viel, viel mehr. Ist eine ganz klare Sache, denn ich glaube, auch jetzt kann ich mal wieder mir ein paar Gems abholen. Hier, zack, zack, können wir mal schnell machen hier. Denn da kriege ich auch wieder 1000 Stück. Sehr, sehr geil. Und auch so werde ich viel bis dahin noch natürlich ansparen. Ich habe auch so jetzt schon natürlich viel mit am Start. Aber eben, ja, es wird halt noch mehr, ne? Es wird halt noch mehr. Und ich glaube, ich kann die Licht abholen und dann gehen wir noch weiter rein in 90 Plus Packs und alles mögliche, was dann eben noch da ist, und schauen halt mal, was da noch so Schönes drin sein kann natürlich. Genau, ganz einfache Sache, und so werden wir da einfach ein bisschen durchgehen, ein bisschen schön was abholen, ganz klare Sache, und da gut auch was hoffentlich abholen und auch hoffentlich was ganz Gutes ziehen. Ich muss hier noch ein bisschen spielen, ich weiß nicht, ich habe bisher nur 8 Stück, also zweimal gespielt bisher. Ausbaufähig kann ich noch machen, Leute. Alles gut, kriege ich hin. Brauche ich nicht viel zu sagen. Denn das kriege ich auf jeden Fall hin. Hauptkapitel muss ich auch heute noch spielen, kriege ich aber auch hin. Dafür gibt es hier für 200 FIFA-Points 3500 Gems. Das ist verlockend. Das ist sehr, sehr verlockend. Und das machen wir jetzt einfach. Das machen wir. Geiles Angebot. Warum sollte man das auch nicht machen, ne? 3500 Gems, nimmt man mal mit. 11.000 insgesamt. Sehr geil. Sehr, sehr geil, nehme ich mit. Damit kann man auf jeden Fall gut was machen, würde ich mal denken. 3500 Gems, das ist schon eine ganz gute Sache eigentlich. Thema Team habt ihr ja gestern gesehen im Livestream, was sich da noch ein bisschen verändert hat. Und wie es jetzt auch aussieht, so mit allen möglichen Hochtrainieren und alles Mögliche, habt ihr ja gesehen. Brauche ich jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Kann ich euch ja nur mal zeigen hier. Wie es jetzt halt aussieht, als einziger ist halt noch Van Persie auf 20, der Rest 25, so ist es, und dann irgendwann werden die auch alle mal auf 30 sein. Das wird aber noch ein bisschen dauern, weil das irrsinnig teuer ist. Genau, also was soll ich noch dazu sagen, sehr, sehr teuer. Thema Markt, auch sehr, sehr interessant. Ihr habt ja gesehen, gestern hatte ich noch 8,5 Millionen, seitdem geht es aber wieder nach oben. Ich habe aber keine Ahnung warum, und zwar, ich verkaufe nämlich die ganze Zeit irgendwelche 999 Plus Spieler. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Auch hier wieder Milinkovic-Savic. Ich habe so viele 100er Spieler verkaufen können, die eine Verkaufsmenge von 999 Plus hatten. Ich verstehe es nicht, wirklich. Ich verstehe es einfach nicht, was hier abgeht. Es werden einfach immer wieder Spieler verkauft. Ja gut, ne? Dann mache ich das halt so. Aber trotzdem, ganz komisch, ganz, ganz komische Sache, Leute. Ich hoffe natürlich, dass Kamada mal verkauft würde, weil der würde mir noch mal ein bisschen was bringen. Krass, dass ich die verkauft kriege. Hätte ich echt nicht gedacht, tatsächlich. Genau, Gerard kostet noch 65 Millionen. Wer will den bitte noch spielen? Hilfe. Wenn man das mal so sieht, was es alles noch so für Spieler gibt, ey. Hilfe. Ter Stegen, den 103er, 62 Millionen. Ey, ganz ehrlich, nee. Nein, Hilfe, was bin ich hier sehend, wenn ich das schon wieder, eieiei, keine Ahnung, diese Karte habe ich, by the way, noch nie gesehen in meinem Leben, glaube ich. Krass, ey, was es hier alles gibt, und weiß ich nicht, muss ich nichts dazu sagen, ganz ehrlich. Okay, tägliche Token, Festabrufe nehme ich auch noch mit, zack, zack, holen wir uns nochmal ein paar Punkte hier. Ich habe schon ein bisschen was angespart, das machen wir dann schön im Livestream auf, hier die ganzen Packs durchballern bis zu Ronaldo-Packs, genau. Auch wenn Ronaldo nichts mehr wert ist, ich habe schon gesehen, der kostet fast gar nichts mehr, weil es am Anfang diesen einen Bug gab, der gefühlt alles zerstört hat. Aber was soll man dazu noch sagen? So, nehmen wir das einfach mal alles noch mit. Let's go, haben wir hier mit dabei, Silberfest-Token, sehr schön. Was ich noch sagen wollte, genau, gestern gab es das Spiel um Platz 3 bei der WM, leider hat es ja Marokko nicht geschafft, Kroatien ist jetzt Dritter,
habt ihr ja vielleicht gesehen oder habt ihr gehört oder was auch immer, lief ja nicht im Free-TV. Ich habe es trotzdem geschaut, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe, aber ich habe über BBC One, ich habe einfach über VPN und alles Mögliche, habe ich einfach englisches Fernsehen geschaut und da kam das im Free-TV. Ja, und heute spielt ja einfach noch, Leute, heute noch das krasse WM-Finale, Alter. Der Tag der Tage. Ein Tag wahrscheinlich, auf den man seit 4 Jahren gewartet hat. Ja, WM-Finale. Ich bin auf jeden Fall für Argentinien. Ganz klare Sache. Ich möchte kein Back-to-Back-Frankreich-Win. So sieht's aus. Und da muss ich sagen, da gönne ich es einfach Leo mehr als einem Mbappé, der es schon mal geholt hat. Ganz ehrlich. Und deswegen ganz klar für Argentinien. Heute alles für Argentinien. Und dann mal gucken, wie das alles wird. Wenn ihr das Video seht, dann ja, dann ist das Spiel vielleicht schon im vollen Gang oder es wurde schon beendet. Aber eigentlich kommt das Video immer so 15 Uhr und 16 Uhr geht es ja los, oder? War es 16 Uhr oder 20 Uhr? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube aber 20 Uhr. Ach, mal gucken. Auf jeden Fall heute das Finale. Heute das Finale, muss ich mal gucken. Nochmal welche Uhrzeit, 16 oder 20 Uhr? Eins von beiden. Naja. So, das heißt, wir haben das hier noch abgeholt. Sehr, sehr gut. Und das heißt, wir gehen auch nochmal rein. Komm, wir öffnen nochmal ein bisschen was an Packs. Nicht allzu viel, weil ich möchte natürlich nochmal ein bisschen was auch lassen für den Livestream. Aber wenn ich mir das Ganze hier so anschaue, sieht man ja ein paar 90-Plus-Packs. Okay, ich glaube, ich nehme den 90-Plus-Pack mit. Ein 90-Plus-Pack nehmen wir jetzt mit für jetzt einfach. Und den Rest dann mal gucken. Machen wir natürlich alles im Livestream. Im Stream werde ich mir wahrscheinlich den Pass noch nicht abholen. Vielleicht dann einen Stream später. Mal gucken. Irgendwie so machen wir es, Leute. Irgendwie so machen wir es jetzt, Leute. 90 Plus Pack. Wir gehen rein. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir kein Glück. Schauen wir einfach mal, was ich jetzt hier ziehen kann. Ganz einfache Sache. Let's go. 3, 2, 1. Gönn. Oh mein Gott. Let's go. Ich habe einfach drauf gedrückt. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir kein Glück. Vielleicht ziehen wir einen 100 Plus Spieler. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich. Nee, ziehen wir nicht. Okay. Okay. Gut, das hat keiner gesehen. Das heißt, wir haben im Livestream mehr Glück. Genau. So sieht's aus. Braucht man nicht viel zu sagen. Okay, so. Das war falsch. Ich wollte nicht ins Turnier gehen. Turnier muss ich aber auch nochmal spielen. Für die Aufgaben, ey. Muss man wieder Turnier spielen. Obwohl ich das so langweilig finde, ganz ehrlich. Oder wer spielt denn jetzt noch dieses Turnier? Unfassbar. Meine Güte, was EA sich da wieder ausdenkt. Ach, ich kann doch kommen. Das ist ja jetzt hier free, da kann ich das noch schnell mitnehmen. Ich wollte noch ein paar Bonuspunkte-Packs da machen. Also die Bonuspreise, irgendwie sowas. Da kriege ich nämlich, ich habe nämlich gerade 3500. Ich kriege noch 1000 durch die Umtauschteile da. Und dann noch ein bisschen mehr, wahrscheinlich noch. Also komm schon, vielleicht ziehen wir noch mal was ganz Gutes. Mal gucken. Vielleicht ziehen wir noch mal ein Walkout oder irgendwas hier raus. Irgendwas Gutes, was sich lohnt. Ja, bisher noch gar nicht, wie man sieht, aus diesen Packs. Komm schon. Aus diesen möchte ich jetzt wenigstens einen Top-Bonus vielleicht nochmal ziehen. Nee, das war kein Top-Bonus. Komm schon, zwei öffne ich noch. Let's go. Haben wir hier einen Top-Bonus drin? Wenigstens einen, wenigstens die, keine Ahnung was, Gems, irgendwas? Nein, haben wir nicht. Und last but not least, hoffentlich. Komm schon. EA, gönn nochmal. Ja, Walkout, let's go, gönn. Bitte. Oh, Spanien ist gut. ZM ist gut, ist noch besser. Oh mein Gott, bitte. Nein. Ah, Gavi könnte vielleicht sogar verkäuflich sein. Gavi ist halt Gavi, ne? 2-3. Der könnte sogar vielleicht rausgehen, weil er eben Gavi ist. Weil er Gavi ist, könnte er sogar rausgehen. Ich habe kurz wieder an Ferran Torres gedacht, aber der ist ja RF. Der hat dich schon mal gezogen. Der ist auch mal rausgegangen. Das war krass. 2-3. Geht er raus. Ja, mal schauen. Ja, könnte vielleicht sogar klappen. Mal gucken. Okay, Leute. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.